Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück in meiner Wohnung, wo es faktisch 58 Grad sind. Außerdem herzlich willkommen zurück zu Grounded. Yes, yes, yo. Ich habe mir überlegt, heute spielen wir das Ganze mal so. Bevor wir losziehen, um die Acorns zu holen, die wir ja holen wollten beim letzten Mal, gehen wir nochmal pennen. Machen wir nochmal das Licht an. Unsere Fackel hat's dezimiert. Was ist das denn? Okay. So, Acorns sind ja irgendwo hier Oak Lab, genau in diese Richtung. Ich habe auch mitbekommen, und ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass... diese Richtung... dass es so sein wird, dass wohl Ameisen unsere Basis angreifen werden. I'm not picky. Und unsere Basis quasi zerstören wollen. Da müssen wir mal gucken. Das Ding ist... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe hier in diesem Gebiet noch keine einzige Ameise gesehen. Jetzt kann das natürlich alles heißen oder gar nichts. Erstmal rausfinden, wie man das trinkt. Ey! Arschloch. Denn was ich mich frage... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Es ist einfach so warm, es ist einfach so unglaublich warm, dass mein Hirn aber auch wirklich nur so in 20% Modus arbeitet gerade. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist. Ihr seht, ich sitze hier auch im Muscle Shirt, weil... Wenn du verstehst, was ich meine. Ich muss sagen, also mit dem Anblick von draußen, ich habe jetzt auch das FOV, habe ich mal ein bisschen vergrößert. Ja, also selbst wenn wir hier drin wären, würden wir jetzt einfach mehr sehen. Dadurch gibt es ein paar Fehler in den Animationen. Also manche Sachen sehen ein bisschen awkward aus. Aber, dadurch kriege ich nicht so eine Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Kann man nicht mitnehmen? Jetzt ist es weg. Fuck off. Okay. Was seid denn ihr? Keine Ahnung, was das ist, aber es schläft noch. Weiß auch nicht, ob ich mich damit anlegen will. Haben wir nicht so ein Vieh auch schon mal gesehen gehabt? Bam. Okay, weiterhin auf der Suche nach Ahorn. Von mir aus auch Behorn. Was sind die Furzkäfer, ne? Leute, wir müssen echt aufpassen hier. Ab hier sind wir ja wieder in dem Bereich, wo es gefährlich wird für uns. Da hinten läuft was. Okay, mein Ziel ist einfach in das Gebiet zu kommen, wo wir auch unsere Rucksäcke haben verloren.
und gucken, dass wir nicht krepieren. Oh, was? Okay, ist eine Milbe. Ist eine Milbe, alles gut, ist nur eine Milbe. Okay, muss man sich dran gewöhnen? Wir könnten uns ein Ahornteil holen. Dandelion. Ahorn, sag ich schon. Löwenzahn. Weil damit wissen wir ja schon, kann man seinen Fall ein bisschen schmälern. Weiß nicht, ob man es ausrüsten muss. Pack's jetzt einfach mal hier hin. Guck gerade wegen Wasser. Ich finde, so hat man auch eine viel geilere Übersicht, Leute. Ich bin echt gespannt, was aus dem Spiel wird. Also ich habe es ja, wie gesagt, schon seitdem ich das erste Mal davon gelesen habe, auf dem Schirm. Okay, von dem Wasser bekommt man nur eins. Alright. Ich habe auch alle eure Tipps gelesen. Von wegen, welche Gegenstände ich mir unbedingt herstellen soll, was es bringt und so weiter und so fort. Deswegen bedanke ich mich da ganz, ganz herzlich bei euch. Tastes good. Oh, ich dachte schon. Nee, aber ist alles gut. Das da vorne sieht aus wie ein Ahornblatt. Wir könnten natürlich hinsichtlich zu unserer Behausungswahl schauen, dass wir irgendwie einen Platz uns suchen, auf den wir bauen können, wo halt nichts hinkommt. Da gäbe es ganz bestimmt auch irgendwie so ein paar Plätzchen. So, da unten haben wir mal Ahorn. Versuch gerade rauszufinden, ob hier irgendwo fucking Spider in der Nähe ist. Also, dass da drin Spinnen sind, das wissen wir ja schon mal. So, warte mal. Jetzt schnell gucken. Nein. Da. Acorn Shell brauchen wir. Das heißt, das Ding. Acorn Shell. Was können wir weghauen? Zack. Reicht da eins? Vier. Holy Smoke Cacaroni, Alter. Aber noch sieht alles gut aus. Wenn wir das haben, können wir endlich uns mal eine Basis, also zumindest mal eine kleine Kiste machen. So, da haben wir das. Nehmen wir noch schön was zu essen mit.
Sap. Sap ist immer wichtig. Ich überlege gerade, was bekommen wir denn jetzt nicht so schnell wieder? Alle schreien das. Kein Plan. Ich weiß, dass man das weghauen kann, aber das wollte ich jetzt nicht machen. Top. Das bleibt ja wohl alles liegen. Zumindest habe ich das jetzt so verstanden, dass ihr das mir so erklärt habt. Dass auch wenn ich Sachen auf den Boden werfe, dass das einfach liegen bleibt. Gut. Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Ne, wir haben ja keinen Inventarplatz. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wir könnten gucken. Tatsächlich. Ob wir vielleicht unsere Rucksäcke wiederholen. Aber das klingt für mich jetzt erstmal nicht wie so eine gute Idee. Fuck off! Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer mir das fällt momentan, mich hier zu konzentrieren. Denn ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Aber es sind ungefähr 5 Millionen Grad in meiner Wohnung. Ungefähr. Was? Fucking Wanze, Alter. Ey, ich dachte schon wieder, da ist irgendwie Wolf Spider oder sonst was hinter uns her. Spider-Man oder Spider-Woman. Hauptsache Spider. Aber ich glaube, ich werde es in der Ansicht weiterspielen. Hin und wieder können wir natürlich mal auf die Ego-Perspektive wechseln. Aber irgendwie finde ich, das sieht nochmal viel, viel geiler aus, so. So, schwimmen will ich jetzt eigentlich nicht. Immer noch das Gefühl, dass da irgendwas im Wasser auf uns wartet. Ich würde auch gern wissen, vielleicht habt ihr es gelesen. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, da nachzulesen und habe auch jetzt so auf den ersten Blick, also flüchtig gucke ich natürlich mal rein. Ich dachte gerade, das Game wäre abgestürzt. Nicht gesehen, was denn als nächster Inhalt ins Game kommen soll. Wenn ihr da irgendwas wisst oder so, schreibt mir es gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn nicht, dann ja, dann leck mich an. Nee, dann, ich werde natürlich auch mal gucken. So. Ich höre ein Weevil, aber wir machen jetzt erstmal eine Kiste. Wo ist denn jetzt vorne? Galileo Mystery, man weiß es nicht. Ich würde fast sagen, hier ist vorne, ne? Also ich finde, man weiß es wirklich nicht. Das sieht nicht aus wie vorne. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall packen wir hier mal die Teile rein. Zack. Zack. Nahrungsmittel behalten wir. Sap kommt da rein. Goop, Hide und Clay. Und den Rest können wir eigentlich ab.
Die Köpfe kommen da rein und die Beine kommen da auch rein. So, was kann man als nächstes? Storage Basket. Plank Pallet. Water Container. Die Workbench. Okay, Grasplanken, Sap und Spring. Spring, Sap. Grasplanken können wir natürlich einfach uns holen. Leute, und dann geht's ja schon richtig los, Alter. Dann haben wir ja, sind wir schon wieder im Endgame, Alter. Avengers. Okay. Aus den Teilen kommt Plant Fiber. Das wollte ich die ganze Zeit wissen, was passiert, wenn wir die weghauen. Jetzt wissen wir's. Haben wir wieder was rausgefunden, Alter. Wir sind so richtige Wissenschaftler mit dem Kopf und so. Grasfeld. Jetzt habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viele wir brauchten. Aber waren bestimmt mehr als drei. Plank Pallet. Das war doch, um die zu storagen, oder? Store and collect dew. To use later. Quarzit. Natürlich, da, Quarzit. A very pretty chunk of Quarzit, perfect for sharpening weapons that are no longer combat worthy. Also damit können wir Sachen wieder reparieren auch. Haben wir sowas? Nee, warum wird nur uns das angezeigt? Übrigens, übelst immer noch strange, dass wir, wenn wir Sachen hier raufpacken, dass wir es trotzdem noch im Backpack haben. Ich hoffe, da gibt's schnellstmöglich andere Rucksäcke. Also es wäre schon wichtig. Ich habe keine Ahnung mehr, nach was ich gerade gesucht habe. Aber es war definitiv auch irgendwas. Irgendwas Wichtiges war das. Sowas nicht. Das war's. A platform on which grass planks can be neatly stacked. Das geht. Aber wir brauchen dry grass. Ich schmeiß das Zeug mal hier hin. Trockenes Gras. Trockenes Gras. Wir kommen zu trockenem Gras, wenn wir einfach hier lang laufen. Nice snooter, dude. Aber erstmal können wir uns einen Weevil grillen. Wir haben eine Weevil-Nose bekommen. Scheint neu zu sein. Zumindest haben wir das noch nicht erforscht. Ach stimmt, wir haben das geile Zeug uns zu trinken geholt. Mit dem geilen Zeug zu trinken. Da bekommen wir gleich Nahrung auch mit dazu. So, jetzt nicht, dass ich es vergesse. Trockenes Gras. Hey Weevil. I don't want any trouble, Ant. No, 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 no. I don't want any trouble, Ant. Okay, fuck it. Wir bauen erstmal weiter Wände.
Dafür brauchen wir... Puh! Dafür brauchen wir ein paar mehr. Das ist mir nichts, Leute. Ich habe das Gefühl, dass das nur der Anfang war. Jetzt haben wir das erste Mal gesehen, dass hier eine Spinne langläuft. Eine Ameise. Das gefällt mir gar nicht. Ich überlege auch gerade, ob wir die vielleicht lieber verschwinden lassen sollten. Aber vielleicht, solange wir hier nichts hinstellen, wo die jetzt sagen, ja, das nehme ich mit. Vielleicht so lange sind wir safe. Okay, pass auf. Dann holen wir gleich das nächste Gras. Haben wir's. Dann könnten wir eigentlich auch uns mal so eine Schuhe herstellen, weil da gesagt wurde von euch, dass man dann schneller laufen kann. Und das wäre natürlich hinsichtlich gerade der Itzy Bitsy Spiders, wäre das natürlich einfach mal Schnieke. Ja, das Teil hier einfach... Das ist schon cool. So. Eine Wand. Sieht okay aus, würde ich sagen. War mir jetzt ein bisschen unsicher. Also bauen ist auf jeden Fall irgendwie von Ego-Perspektive irgendwie angenehmer. Ich wollte mal sehen, wie viel man zurückbekommt. Und dabei gehen aber Sachen drauf. Okay, ich meine, ja klar, ist kein Minecraft oder so. Ist mehr so Dinecraft. Es sieht übrigens auch so aus, als ob Gras nicht zurückwachsen würde, ne? Finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Aber macht fast Sinn. Und Gras gibt es ja mehr als genug. Da könnte man dann bloß wieder anfangen zu sagen, okay, dann will ich aber nicht in der Nähe meiner Festung Gras abbauen. Und bevor wir das mitnehmen, dann können wir hier nochmal... Landfire, was nehmen wir auch mit? Ey, überlege ich.
Man könnte dann quasi eigentlich... Naja, okay, da sind die scheiß Fliegen auf dem See. Aber es gab ja auch noch diesen richtigen See, ne? Diesen Flussding. Playform-Dänchen. Durch. Kurzer Virenscan durchgeführt. Oh shit. Ja, so kann man es aber bauen, ne? Brauchen wir dann bloß Clay? Apropos, dann können wir kurz mal trinken. Das ist schon echt gutes Zeug, was wir da zu trinken haben. So, warte mal. Clay hatten wir hier am Wasser Unmengen. Also wirklich Unmengen. Mindestens 2, 3. Okay, den will er nicht. Das ist ihm zu viel im Weg. Das muss man dann auch einfach mal akzeptieren, ja. Ist das ein Vogel? Wahrscheinlich habe ich eher einen. Aber dunkel, wie spät haben wir es? 1935. Ab 20 können wir ja dann schlafen gehen. Würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück. Ist schon dunkel genug. So dunkel, dass ich gar nichts mehr sehen kann. Müssen wir uns mal wieder eine Torch herstellen. Ich freue mich dann demnächst auch in dem Haus pennen zu können. Auch wenn mir natürlich die einsame Ameise ein bisschen Sorge gemacht hat. I don't know about the rest of you, but I'm a beat. Hat er gesagt? I'm vegan? Oh no! Ich hab's nicht gegessen! Die Weevil knows. Weevil knows what to do. Oder auch gerne we will rock you. Lass mir doch den Spaß. Guck mal, wir haben ja noch Clay. Es geht eigentlich relativ gut. 4, 8, 12 brauchen wir noch. Und dann haben wir das schon. Aber wir müssen auch wieder los. Uns was zu trinken suchen. Und auch was zu essen. Das heißt, am besten jetzt Wasser finden und dann schnell noch ein Weevil wegklatschen.
Das wäre ganz toll. Das Game macht so einen guten Eindruck, ey, jetzt schon. Eigentlich kann man da gar nicht viel falsch machen. Aber es wird noch einiges an Entwicklungszeit irgendwie in die Welt reinschießen. Moment, warum rennt er? Komm runter, es ist safe. Fuck. Alles gut. Wir brauchen eine bessere Trinkwasserversorgung. Wir hatten doch da einen Moment. Ey, hör auf zu laufen. Wir hatten da irgendwas gesehen gehabt. Weed Stem. Quarzit. Mann, wo bekomme ich Quarzit her? Spider Silk und so eine Sachen? Okay. Jerky Rack, Bombardier Part. Das ist von den Stinkekäfern. I'm not picky. Essen haben wir genug. Pilze bringen nicht so viel. Aber immer noch genug irgendwie. Ich meine, klar, zur Not können wir immer aus dem Tümpel einfach was trinken. Oder wir machen es wirklich so, dass wir uns... Boah, er rennt nicht. Er rennt nicht. Okay, aber was sind das für Larven? Was sind das für Larven auf einmal? Das macht mir ja schon wieder Sorgen. Scheiß Larvenviecher. Kackvieh! Kann man gar nicht anders sagen, Alter. Das ist einfach ein Kackvieh. Der kann froh sein, dass ich dem nichts getan habe. Ne, also jetzt mal ganz ehrlich. Frage ist, ob das Vieh jetzt da... Was für ein Scheiß. Leute, was für ein Scheiß. Krass. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Ansicht ihr mehr feiert. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das hier doch schon deutlich geiler. Aber irgendwie ist beides cool. Deswegen, ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Krass, hat es uns wieder zerlegt. Aber diesmal konnten wir zum Glück unser Zeug recovern, Alter. Ja. Ich würde dann sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Grounded.
Ja, wir haben noch viel zu erledigen. Unser Haus ist auch noch nicht fertig. Muss auch noch ein Dach drauf und vielleicht ein zweites Obergeschoss. Und wir müssen auch unbedingt mal wieder zu Olle Burgle. Weil da können wir ja auch noch weitere Bauoptionen etc. freischalten mit dem ganzen Scheiß, den wir haben. Das war's von meiner Seite. Hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben. Sieht so aus. Und einen netten Kommentar, wenn du Bock hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.